Wir haben den 20. Oktober 2021. Ich bin gerade durch Sunni Staffel durchgelaufen, durchlaufen das Tal hinten, Richtung Madrisahorn. Ich versuche heute das Madrisahorn zu aktivieren. Ist das erste Mal, immer schwierig. Man weiss nicht, wo durch genau. Hat natürlich noch keine Geländeerfahrung, lokal vor Ort. Ja, und die Aktion ist natürlich da noch ein bisschen ungewiss. Aber zumindest werde ich es mal anschauen und hoffe natürlich, dass es erfolgreich sein wird. Aber in jedem Fall wird es ein schöner Wandertag. Auch das ist ein wunderschönes Hochtal. Der Weg geht links vom Bach hinterher. Es kommt eine Höhenstufe. Und gemäss Karte müsste es nachher in den Talkessel gehen. Nach der ersten Höhenstufe komme ich an einen Wegweiser. Bergstation Madrisa. Rätsche Joch, ich denke, das ist richtig. Weil das Madrisahorn liegt ja quasi dazwischen. Die Station ist ein bisschen weiter unten. Also ich gehe hier rechts einen weiss-rot-weissen Weg noch. Die Sonne geht langsam auf, die Berggipfel werden beleuchtet und mein Weg geht immer noch hinten ins Tal. Ich bin kurz vor der zweiten Höhenstufe, habe sie gleich erreicht. Ja, und dann geht es weiter. Ich denke, die Schwelle da vorne, da die Felsen, muss man auch nehmen. Der Weg wird sicher links dran vorbeigehen. Wenn ich jetzt zuschaue, uiuiui, ob diese Berge mit Wandern zu erschliessen sind, tja, von nachher mal anschauen, ob es möglich ist, tja, und sonst wieder umkehren. Auch diese Möglichkeit gibt es. Ja, ich geniesse es wieder einmal, einen weiss-rot-weiss Weg nachzulaufen, nach dem letzten Sonntag mit dem Bock der Horn. Weglos, Weg suchen, viel Zeit verloren. Ist es angenehm, dass ich da mal fast bis aufs Joch laufen kann. Madrisa-Joch, Rätsche-Joch. Und dann vorher halt dann links abzweigen muss. Und wie es dann weitergeht, das ist ja eigentlich alles noch offen. So, das ist die zweite Höhenstufe, der kleine Kessel. Genau, logisch, der Weg muss da links zugehen, dass man da an dieser Felswand vorbeikommt. Es kommen doch auch schon die ersten Steine entgegen. Es geht hier drauf. Das ist eine Art Rinne, die man hier durchqueren muss. Ja, kann sein, dass es vielleicht oben noch Gänse hat. Ich werde auf jeden Fall die Augen öffnen, bevor ich hier oben durchgehe. Nachher auf die rechte Seite rüber. Jawohl, Achtung, hier bei der Traversierung. Steinschlaggefahr. Ich denke, besser Helm mitnehmen das nächste Mal. Im weiteren Verlauf hier hat es ein Geländer aus Seil mit Armierungseisen. Ja, der Weg ist ein bisschen gesichert. Sicher nicht schlecht an dieser Stelle. Vor allem, wenn es noch etwas mehr Schnee hat. Jawohl, die Höhenstufe ist auch genommen. Ich schaue ein bisschen geniessen das schöne Wetter. Es ist ja Sturm angesagt. Ja, es wird am Mittag windet oben. 60 km ist angesagt. Und ich werde sicher dann ein bisschen in den Windschatten gehen. Ich habe extra geschaut, dass ich den Berg da von der Nordseite oder Nordostseite aktiviere, nicht von Südwesten. Und ich hoffe natürlich, dass das hilft. Ja, jetzt geht es weiter hinterher. Ich denke, es geht links an dem Gupf vorbei, an dem Felsgupf, weiter ins Tal hinterher. Und ich glaube, ich habe Glück. Das Ziel ist nicht das fiese
Felshörnli links, sondern ich glaube, das Madrisahorn ist der Berg hier vor uns. Natürlich kontrolliere ich das dann noch mal ganz genau auf der Karte und im Navigationsgerät, dass da nicht gleich passiert wie am letzten Sonntag, wo ich viel Zeit da verloren habe mit Navigieren, bis ich da am Schluss auf dem Berg oben war. Aber ich denke, wenn man näher herankommt, wird es dann ein bisschen klarer, wo was ist. Und ich werde dann auch auf der Karte sehen, wo es dann weiter runter geht. Es kommt eine Zone mit Kalkkarren. Der Wanderweg geht da zwischendurch. Der Schnee kommt auch langsam. Sprich das Eis, das schmilzt. Hier im warmen Südwestwind. Und ich habe gesehen, da geht dann da auch irgendwo ein Weg noch links weg. Muss ich auf der Karte schauen, wohin der geht. Zur allgemeinen Bemerkung ganz links hinten, relativ nah ist dann schon Österreich, ist die Landesgrenze. Ja, es wird schon wieder spannend. Hier oben hat es einen Wegweiser. So, ich muss schauen mit diesen Karren und dem Schnee, dass man da nicht ausrutscht. Bis jetzt wirklich eine abwechslungsreiche Wanderung. Das sind Gavier Joch, Gareller, Rätschenjoch, genau, wir müssen da weiter geradeaus. Es ist gut, dass noch nicht so viel Schnee. Die Markierungen auf den Felsflächen sind noch gut sichtbar. Die grossen Blöcke und Karren nehmen offenbar hier oben ein kurzes Ende. Es geht weiter. Darauf Richtung Joch. Und hier oben gesehen jetzt liegt mehr Schnee. Mal schauen, ob ich die Wegmarkierungen noch sehe. Ja, und sonst heisst es dann halt umschalten auf das Navigationsgerät. Ja, jetzt bin ich nochmal 5 Meter zurückgelaufen. Ich glaube, ich habe gerade zur rechten Zeit das Navigationsgerät eingeschaltet. Ich bin in einer Wegzweigung, wäre jetzt hier rechts gelaufen, bei diesem markanten Stein da. Aber ich denke, es geht da links, geht es darauf. Es ist auf meinem Navi sogar eine Art wie einen Weg eingezeichnet. Ich weiss nicht, ob das das ist, was da ist. Weg oder Bach. Ja, irgendetwas, das drauf geht. Ich laufe jetzt mal ein paar Meter Ruhe und schaue, ob ich da eine Übereinstimmung habe auf der Karte oder auf dem Navigationsgerät. Vermutlich ist der Berg da vorne ist wahrscheinlich das Madrisahorn. Der Schnee ist weich, ist ein bisschen fies. Man rutscht. Ich bin gespannt, wie lange ich noch ohne Steigeisen durchhebe. Aha, da vorne kommt ein Steinmantel. Könnte ein Hinweis sein auf den alten Weg. Und hier oben ganz verblasst am Felsen, weiss, rot, weiss. Ein prähistorischer T3-Weg. Echtes Überbleibsel der Römer. Hotel India. Gerade weiter vorne ein markanter schwarzer Fleck. Kann man sicher als Orientierungshilfe auch brauchen. Ich kontrolliere jetzt den Wegverlauf mit dem Navigationsgerät. Noch Kontrolle, um zu schauen, ob ich da wirklich auf Kurs bin. Die Kontrolle im Navigationsgerät war positiv. Ich laufe wieder an einen Steinmantel an. Oben sehe ich 2 oder sogar 3 noch deutlichere Markierungen. Ich laufe nur. Ich denke, es ist richtig. Und wenn ich das im Kopf habe von der Karte, komme ich nachher gerade unter den Hauptgröllhalde vom Madrisahorn raus. Ich hoffe, das funktioniert. Ich denke, wir müssen hier jetzt mal über den Buckel. Und dann sieht man nachher, wie der weitere Verlauf hin wird sein. So, der alte Weg, ich sage mal der Römerweg, hat mich da
in so ein riesiges Blockfeld eingeführt. Ich sehe hier auch noch mal eine Markierung. Weiter vorne habe ich auch eine gesehen, auf der anderen Seite. Also offenbar ist die Meinung, dass man hier durchgeht. Ja, es gibt vielleicht noch eine bessere Lösung. Vielleicht hier hinten durch, ist ein bisschen weiter. Aber ich glaube, doch ein bisschen angenehmer zum Laufen. Ich mache hier einen kleinen bewussten Umweg. Ja, und laufe hier um das Zeug herum. Ich glaube, das ist besser. Von diesem Schutthügel traversiere ich jetzt hier mit dem Hang hier. Ich sehe, es hat hier einen Weg. Der geht wahrscheinlich hier oben irgendwo übers Joch. Das ist sicher der alte Römerweg. Hi. Ja, und ich versuche jetzt einmal ein bisschen hochzukommen. Und dann rechts noch ran zu. Richtung Madrisahorn. Ich sehe schon, am Schluss hat es eine ganz steile Kröllhalde. Aber ja, Gott sei Dank nicht mehr mehrere hundert Meter. Ja, ja, einen Teil von dem Kröll habe ich geschafft. Es sind grobe Steine. Es ist noch nicht ganz so steil. Nicht ganz so steil wie beim Buchtenhorn. Ja, und ich mache schnell eine kleine Znüni-Pause hier bei diesem schönen Felsen. Ich sehe hier oben ein bisschen eine Wegspur. Ich werde mal jetzt hier hochgehen. Das geht noch relativ gut. Von der Steigung. Versuchen rüberzukommen und dann rechts rüberziehen. Ich mache also so eine Serpentine. Gehe nicht ganz gerade. Ja, ich denke, im oberen Teil ist dann auch ein bisschen Vorsicht da achten zu lassen. Ich denke, sicher auch ein Steinschlag gefallen. Die Traversierung geht auf dieser Kröllhalde weiter. Ich musste dann irgendwann die Steigisen anlegen. Ich bin zu viel wieder zurückgerutscht. Bin mir recht Füße gekommen. Bis jetzt geht es einigermaßen gut. Also nicht, dass es einfach ist, streng ist es immer. Aber zumindest kann ich sagen, komme ich noch vorwärts. So, eine Kröllhalde mehr auf der Liste. Es ist wirklich erstaunlich gut gegangen, trotzdem, dass ich Schnee hatte. Im oberen Bereich war er noch etwas gefroren. Und damit der Steig ist, ist ihm das recht gut gegangen. So, und jetzt hat es hier wieder ein kleines Kessel. Oje, oje, oje. Was sehe ich denn da rein? Ah, das sind die Madrisa-Spitzen. Das ist etwas für Kletterliga. Das ist nichts für mich. Oh, oh, oh. Das sieht ja schlimm aus. So. Sieht nach Schlussaufstieg aus bei mir. Das heisst, ich muss da irgendwie jetzt einen schlauen Aufstieg finden, weil ich da noch hochkomme. Ich würde sagen, das Madrisa-Horn ist gerade da oben. Ja. Ich denke, ich werde da den Buckel hochgehen, links rüber, und dann versuchen, den ganz hochzukommen. Ja, der Wind macht sich langsam bemerkbar da. Und die Kröllhalde ist eher schwieriger geworden. Es hat gewisse instabile Zonen drin, wo man wieder zurückrutscht. Ich versuche jetzt einmal hier links rüber zu kommen. Ein bisschen näher an das Madrisa-Horn. Gemäss Navigationsgerät. Das muss unmittelbar da oben sein.
Es ist schon ein kleiner Rutsch runtergegangen da, offenbar. Da liegt ein bisschen Schnee, ein bisschen Erde. Ich glaube, ich habe oben das Gipfelkreuz gesehen. Ich bin nicht ganz sicher. Jetzt mal schauen, wie man da zwischen die Uhr kommt. Ich denke, ich werde da dann zwischen den Felsen dann mal versuchen, ein bisschen hochkraxeln. Dürfte, glaube ich, möglich sein. So, jetzt mit dem Steigeisen gehe ich, glaube ich, in einen Erdbereich über. Dort denke ich, es sollte jetzt ein bisschen mehr Halt geben. Ja, probieren wir das einmal. Dann ist wieder mal ein Stein runtergeholpert. Da muss man offenbar rechnen, oben, dass da auch mal etwas runtergeht. Aber Gott sei Dank, es war nicht so ein grosser. Ich bin wieder ein Stückchen weiter hochgekommen. Ja, ja. Gefühlsmässig würde ich sagen, so oben durch. Gipfelkreuz sehe ich da zwischen den Felsen. Führen schauen. Es ist etwa 20 ab 11. Ich bin 80 Meter unter dem Gipfel. Ich glaube, das könnte heute noch funktionieren. So, probieren wir den Einstieg da vorne in die letzte Furke, in die Rinne und schauen, ob wir oben rauskommen. Ja, den Einstieg in die Rinne, die haben wir gemacht. Es geht irgendwie in Blockwerk rüber von der Kröllhalde. Ja, genau. Ich muss mir jetzt irgendwie noch da drauf angeln. Ja, ich denke, es müsste möglich sein. Irgendwo bei diesen Blöcken kann man sich sicher heben. So, die Rinne, die bin ich drauf. Habe mir da natürlich auch den Stein auch noch ein bisschen gehabt und hochgezogen. Ich bin jetzt schon wirklich ein bisschen weiter oben. Es hat hier eine Art Nase. Aha, ich berühmte mal die Riesa-Spitze. Und da oben, ja, da ist irgendwo mein Ziel. Die paar Meter mal rumlaufen. Navi kontrollieren. 2787. Ja, so, eigentlich praktisch oben. Dann laufen wir doch da mal noch drauf. Jawohl, man sieht vorne runter. Ich weiss nicht, ob das Vereinatal ist. Keine Ahnung. So, ich bin aber noch nicht ganz oben. Es geht noch weiter. Da hinten nur. Ich bin jetzt noch um das Felstürmchen herumgelaufen. Ich muss irgendwo da hoch. Jawohl. Das sollte gehen. Das sieht nicht allzu schwierig aus. Steinblöcke. In der Aktivierungszone 2803 Meter. So, da unten hat es noch ein
bisschen zu kraxeln gegeben. Ich bin ja von da unten zugekommen. Ja, es windet. Aber nicht mit 80. Sagt man doch den Meteorologen zu danken, dass der Wind nicht ganz so stark war. Und was sehen wir dann da oben? Ein Gipfelkreuz. Besser wert für den Abstieg? Ich denke es nicht. Gleich weg wieder retour. Naja, T5 wird es wohl sein. HB9 DQM, HB9 PM. Du tönst gut, Manuel, Hotel India. Du bist irgendwo da in der Gegend. Ja, Charlie Höhne, genau, das ist so. Du bist auf 5 und 9, wie gesagt, Referenz Graubünden 374. Amselflur, ja, da brauche ich noch ein bisschen Nachhilfeunterricht, Manuel. Weiss ich nicht, wo die ist. 374, okay. Ja, und ich bin auf dem Madrisa-Horn. Auch Graubünden, 256. Ist nicht so ein guter Standort, das Harz ein bisschen im Kunden recht führen. Und Wind habe ich auch noch recht, weil ich hoffe, man versteht mich da einigermaßen. Okay, HB9 DQM, HB9 PM. Ja, das geht tiptop mit dem Wind. Ich habe Probleme, gehört sich ein bisschen im Mikrofon, aber er ist gut verständlich. Wie ist dort der Aufstieg in Madrid? Ich glaube, das ist nachzeitig, oder? Hast du dort schon genug Schnee? Nein, der Schnee ist nicht so schlimm. Es ist halt geil mit den Kröllhalden, wenn Schnee liegt. Du siehst nicht, wo du hinstehst, wenn die Blöcke grösser sind. Gehst du vielleicht mal irgendwo zwischen Blöcken oder stehst du irgendwo zwischen Blöcken, dann im oberen Teil. Ja, jetzt natürlich dann zum Teil auch ein bisschen rutschig. Also ideal war es sicher nicht gewesen. Es war aber auch nicht bodenlos schlimm gewesen. Ich würde sagen, es ist gerade noch gegangen. Obendran hast du ein paar Felsen, wo du noch ein bisschen reparieren musst. Also ich würde sagen, ja, bis T5. Jetzt haben wir mal die Kamera noch umgestellt auf linear. Gehen wir doch noch schnell rundherum. Filmen hier von diesem Berg. Bevor wir uns auch wieder vorsichtig fett unterstrichen, uns hier auf den Abstieg machen. Erstaunlich, der Berg hier. Das Karrenparadies. Ich bin natürlich dankbar für die Fehlprognose von der Meteo Schweiz. Dass der Wind hier nicht so stark war, wie prognostiziert. Er hat sogar fast jetzt ein bisschen abgegeben. Ruhe vor dem Sturm, könnte man auch sagen. Und es wird sicher am Nachmittag oder am Abend wird dann wieder Megablasen kommen. Es ist ja Sturm angesagt. Es ist wieder einmal eine herrliche Landschaft, ganz toll. Vermutlich das letzte Mal, wo man auf dieser Höhe kann sein kann, ist zu befürchten. Es sind wieder Schneefälle angesagt auf 1000 Meter. Und das könnte natürlich bedeuten, dass die Saison dann natürlich auch zu Ende ist. Mal mindestens auf knapp 3000 Meter. Ja, es war ein spezielles Jahr hier. Frühling ganz schwierig, aber der Herbst hat doch noch ein paar schöne Aktivierungen gegeben und man hat doch noch ein paar schöne Wanderungen können machen. Ich werde nicht mehr filmen, ich werde gleich weg wieder durch abgehen. Ich möchte mich vielmals bedanken, dass ihr da wieder dabei gewesen seid. Da bei der Aktivierung vom Madrisa-Horn, zweite Aktivierung. Und ja, wir haben jetzt auch den Berg ein bisschen kennengelernt, gesehen, wie man ruhig kommt, wo die Schwierigkeiten sind.
Und funktechnisch ist natürlich zu bemerken, man ist gleich schon relativ weit hinten. Und obwohl man auf 2800 Meter ist, konnte ich keine Verbindung wirklich führen machen. Es war alles irgendwo da in der Region gewesen, oder dann weiter hin Richtung Deutschland, aber nicht da ins Schweizer Unterland. Da. Vielleicht das noch zu diesem Thema. Da. Wunderbar, somit endgültig tschüss, ja und bis zum nächsten Mal auf irgendeinem Gipfel irgendwo in der Schweiz.